Die heutige Rallye der Aktienmärkte war eine technische Gegenreaktion und die auch durchaus charttechnisch Sinn gemacht hat, wie ich gleich zeigen werde. Aber das kleine Problem ist, sie basiert auf einem Missverständnis und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Schauen wir uns erstmal das technische Setup, warum diese Rallye, diese technische Gegenreaktion hat erfolgen können. Hier sehen wir den DAX, der eine zentrale Trendlinie bei dem vormittäglichen Abverkauf hat verteidigen können. Das war das eine und wir sehen hier auch, dass der S&P Future genau auf diesen Trendkanal aufgesetzt hat, auf die obere Trendbegrenzung, aus der er ja nach oben ausgebrochen war. Das machte also durchaus Sinn, das ist durchaus normal, das passiert immer wieder. Es war dann einfach schlichtweg auch überverkauft, die ganze Situation der Aktienmärkte. Schauen wir uns aber mal das Missverständnis an, einer der zentralen Treiber war die Auffassung, dass Deutschland fiskalischen Stimulus betreiben würde. Heute Nacht ja Hongkong oder heute Morgen mit Helikoptergeld, 1200 Euro um und bei werden da jedem Einwohner in Hongkong geschenkt, wenn er schon ein bisschen dort lebt. Das war natürlich das erste Signal, ist vielleicht ein Signal insgesamt, dass das auf uns zukommen wird mit dem Helikoptergeld. Aber kommen wir jetzt zu dem Missverständnis, nämlich dass Deutschland fiskalischen Stimulus betreiben würde. Das haben wir heute auf Finanzmarktwelt auch mal ein bisschen auseinandergenommen. Erstens, diese Absicht gibt es schon lange, nämlich überschuldeten Kommunen zu helfen, mit ein paar Milliarden zu helfen. Das hat dann heute Olaf Scholz, diese lang gehackten Pläne, jetzt heute verkündet. Das ist aber Zufall und hat mit dem Coronavirus rein gar nichts zu tun. Ist also keine Reaktion auf das Coronavirus, sondern ist etwas, was ohnehin geplant war und auch kein großer fiskalischer Stimulus ist. Das haben die Algorithmen wahrscheinlich falsch verstanden. CNBC, wenn man sich diesen US-Börsensender anguckt, ja, massiver Stimulus hier in Deutschland, das ist Quatsch, das stimmt schlichtweg nicht. Das ist schlichtweg falsch. Das ist das eine. Die Situation scheint sich auch in Deutschland jetzt so langsam einzutrüben. Erstens haben wir die FDA, die amerikanische Gesundheitsbehörde, die sagen, wir sind am Rande einer Pandemie. Und dann hat Minister Spahn, Gesundheitsminister Spahn, praktisch durchaus die Wall Street auch heute beeinflusst, als er gesagt hat, die Coronavirus-Infektionen sind für uns nicht wirklich nachvollziehbar. Und vor allem mit dem Satz, wir sind am Beginn einer Corona-Epidemie in Deutschland. Das war sozusagen das, was dann so ein bisschen die Laune wieder verdorben hat. Schauen wir uns noch ein paar Headlines an. Die CDC, die amerikanische Seuchenbehörde, 6 neue Fälle. Iran, 19 Tote. Frankreich, 2. Toter. Wir sehen Griechenland mit dem ersten Fall. Das sind hier zum Beispiel Germany unleashes fiscal stimulus after confirming new cases. Hier auch in dieser Zusammenfassung ist, wie gesagt, Bullshit, stimmt schlichtweg nicht. Und auch Fälle in Kuwait, Bahrain etc. etc. Man könnte das fortsetzen. Hier sehen wir übrigens die Kurve der italienischen Infektionen, die geht sehr parabolisch nach oben. Das ist sozusagen das große Thema, das große Problem, das wir jetzt haben. Schauen wir uns ein paar Dinge an, die relevant sind. Zunächst mal China. Hier sehen wir, dass offenkundig der Betrieb in China noch lange nicht wieder auf normal läuft. Hier sehen wir die Wanderarbeiter im Prinzip, die Migration, ein Migrationsindex. Hier sehen wir das aktuelle Jahr 2020. Da ist kaum einer bisher zurückgekehrt. Das war im Vorjahr ganz anders. Da kommt dann alle nach den Neujahrsfeierlichkeiten wieder. Dann nimmt das ab. Also der Zustrom in die Großstädte, in die größten Städte Chinas nimmt dann ab. Und vielleicht ein entscheidender Punkt auch, dass sich westliche Unternehmen jetzt zunehmend überlegen, dass sie ihre Lieferketten verlegen, raus aus China, weil man sich sagt, hey, wir müssen die Dinge hier besser unter Kontrolle halten können. Es ist so, dass wir ja hier jetzt möglicherweise auch in Deutschland schon langsam ein Medikamentenproblem bekommen. Heute die Aussage von Apothekern aus persönlicher Erfahrung, aus familiärem Umfeld, dass viele Medikamente bereits seit Oktober schon nicht lieferbar waren. Das hat aber natürlich nichts mit der Coronavirus-Geschichte zu tun. Die Befragten wussten nicht genau, wieso das schon seit Oktober der Fall ist. Einige wichtige Antibiotika, die kaum geliefert werden können, etc. Das dürfte jetzt eben dazu führen, dass man verstärkt wieder Produktion ins eigene Land holt, wie zum Beispiel Medikamente, wie Antibiotika. Das wiederum hat aber dann inflationären Effekt, weil schlichtweg diese Medikamente eben nicht zu den Kosten
hergestellt werden können. Wann geht es wieder los in China? Das ist die große Frage. Hier sagt zum Beispiel ein Geschäftsmann in China nach Aussagen von Yunis Yun, der CNBC-Korrespondentin in Peking. Naja, wenn die Kinos wieder aufmachen, dann weiß man, dass es wirklich überstanden ist. Aber das, so sagt er, dürfte vor Sommer nicht passieren. Das heißt, die ganze Geschichte wird sich hinziehen. Und Hu Xixin, der Chefredakteur der Global Times, sagt, ja, also wir haben jetzt inzwischen mehr Neuinfektionen im Ausland als in China. Das Battlefield, das Schlachtfeld gegen das Coronavirus, das hat sich jetzt von China auf außerhalb Chinas sozusagen verlegt. Wir treffen jetzt eben auf Märkte, um einmal das Geschehen jetzt hier zu referieren, das heutige Tagesgeschehen, wo gestern eben ein immenser Abverkauf stattfand. 90% der Aktien sind gefallen. Das ist der größte Anteil seit der Finanzkrise, das muss man sich vorstellen. Und das Problemchen dabei ist, dass die Hedgefonds vor allem kurz vorher sich noch mit Long-Positionen absolute Vollgesaugte hatten. Und dementsprechend eben dieses Deleveraging, dieses Enthebeln von gehebelten Positionen, das ist das Problem. Schauen wir uns hier noch Donald Trump an, der heute eine Pressekonferenz geben will, der sauer ist, dass Medien in den USA hier Panik schüren würden und damit die Aktienmärkte verunsichern würden. Er schimpfte hier besonders auf CNN. Jetzt will man einen Coronavirus-Zar ernennen, wie einen Brexit-Zar in UK. Also jemand, der sozusagen da zuständig ist, das Problem, das Donald Trump hat, das Problem, das die Aktienmärkte insgesamt haben, als Handelskrieg war, da waren ja die USA, war Donald Trump einer der beteiligten Akteure. Das heißt, er konnte jederzeit durch irgendwelche optimistischen Botschaften die ganze Geschichte nach oben treiben. Das ist ja auch exzessiv passiert. Aber beim Coronavirus, was soll er da für Nachrichten produzieren, die plötzlich alles nach oben bringen? Das fällt mir jedenfalls schwer, mir das vorzustellen. Schauen wir uns noch vielleicht einige interessante Marktdinge an. Wir sehen, dass die Firmen in den USA, die Aktien, deren Firmen extrem verschuldet sind, noch schlechter performen als die anderen. Und die Frage ist, ob das Ganze jetzt wirklich vorbei ist, diese Geschichte, dass es wieder jetzt diese Erholung gibt, auch der Weltwirtschaft, solange eben dieses Coronavirus nicht wirklich klar, sagen wir mal, analysiert ist, solange man kein Gegenmittel hat, das wird eh mindestens ein Jahr dauern. Solange also hier die Verbreitung dieses Virus der Fall ist, ist damit eher nicht zu rechnen. Schauen wir uns die Aktienmärkte an. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100. Wilder Ritt, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Es ging hier nochmal runter in den Bereich 8700. Bums, dann die Rallye, 300 Punkte. Das ist sportlich, das sind mal 3% in etwa. Kann man sagen, wie gesagt, ein großer Teil dieser Rallye basiert auf dem fiskalischen Stimulus-Missverständnis in Sachen Deutschland. Wir sehen den S&P 500 bei 3.143, wir sehen den Dow Jones bei 27.210 Punkten. Belasten so ein bisschen Disney, nachdem der CEO überraschend zurückgetreten ist. Wir sehen den DAX immerhin jetzt bei 12.650, wir waren schon bei 12.400 in der Zone, muss man sich vorstellen, das war herb heute Morgen. Wir sehen Euro-Dollar bei 1,0880 hier wieder. Wir sehen Gold, das nach wie vor nicht wirklich sich jetzt wieder absetzen kann von dieser Short-Bewegung, die wir kürzlich gesehen hatten, nach dem natürlich sehr impulsiven Anstieg. Und wir sehen, dass Crude Oil jetzt deutlich wieder unter der 50er-Marke ist. Insgesamt muss man sagen, dass eben die Aktienmärkte wieder mal allein auf weiter Flur sind. Wir sehen nicht, dass die Anleiherenditen nachhaltig wieder nach oben gehen. Wir sehen nicht, dass die Rohstoffmärkte nach oben gehen. Wir haben also viele Parameter, die wieder anzeigen, die Aktienmärkte sind wie Kevin allein zu Hause. Und ob das gut geht, ist eine andere Frage. Wie gesagt, der Grund dieser Rallye ist durchaus nachvollziehbar aus technischer Sicht, aus rationaler Sicht, aus Begründungssicht ist das ein ziemlicher Schmarrn mit dem deutschen Stimulus. Das wollte ich nun mal gesagt haben und wünsche jetzt einen wunderbaren Feierabend und sage Servus und Ciao.